The Rook. Was zunächst wie ein komplexer, schwarz lackierter Minilader aussieht, ist eine Erfindung, die Leben retten kann. Die Arbeit der Polizei ist sehr gefährlich und obwohl sie im Dienst regelmäßig an Schießereien teilnehmen, bedeutet es nicht, dass sie ständig ihre Gesundheit aufs Spiel setzen wollen. The Rook ist ein Kampfgerät, das zwischen Kriminellen und Polizisten platziert werden kann. Die Erfindung ist ein von Caterpillar entwickelter Kompaktlader. Anstelle der üblichen Schaufel ist hier jedoch eine spezielle gepanzerte Kabine angebracht. Diese ist groß genug, um bis zu 4 Personen zu schützen und verfügt über spezielle Öffnungen für Waffen. The Rook kann die Kabine anheben und die Insassen so schnell wie möglich in den zweiten Stock bringen. Außerdem kann die Kabine durch andere Anbaugeräte ersetzt werden. Wenn nötig, macht The Rook ein Loch in der Wand, bewegt das Auto vorsichtig oder hilft, Trümmer zu beseitigen. Drone Defender. Das ist ein Gewehr, das unbemannte Luftfahrzeuge neutralisieren soll. Und obwohl es wie eine Schusswaffe aussieht, braucht das Gewehr keine Kugeln oder Patronen. Mit dem Drone Defender gibt es erstmals eine Waffe, die dafür entwickelt wurde, Drohnen vom Himmel zu holen, ohne sie dabei gleich in ihre Einzelteile zu zerlegen. Der Drone Defender schaltet Drohnen mit gezielten Radiowellen aus und zwingt sie sogar zur Landung oder bringt sie zumindest dazu, auf der Stelle zu schweben. Drone Defender hat eine Reichweite von 400 Metern. Der Akku hält 5 Stunden im Dauerbetrieb. Pitbull. Das hier ist ein weiteres Kampfmodul, das ebenfalls für unbemannte Luftfahrzeuge entwickelt wurde. Denn Drohnen wurden vor kurzem offiziell als echte Bedrohung für Polizei, Militär und verschiedene Geheimdienste anerkannt. In der modernen Welt sind Drohnen jedoch äußerst beliebt und erschwinglich. So kann jeder eine Kamera auf eine Drohne installieren und etwas fotografieren, das eigentlich nicht fotografiert werden darf. Das israelische Unternehmen General Robotics hat eine ultraleichte Remote-Werbestation mit dem Namen Pitbull entwickelt. Das integrierte Radar erkennt die Flugobjekte bereits aus 5 Kilometern Entfernung und das interne Feuerleitsystem leitet dann die Verfolgung dieser Objekte ein. Das Waffensystem unterstützt sowohl Maschinengewehre mit dem Kaliber 7,62 als auch Kaliber 5,56. Wenn die Drohne bewegungslos in der Luft hängt, kann sie aus einer Entfernung von bis zu 800 Metern getroffen werden. Wenn sie sich bewegt und manövriert, beträgt der Zerstörungsradius 500 Meter. Das System kann in 5 Frequenzbereichen betrieben werden. Daher haben selbst gut geschützte Drohnen gegen die friedliche Neutralisierungsmethode von Pitbull keine Chance. ProSpike. Traditionelle Methoden, um Fahrzeuge anzuhalten, weisen viele Mängel auf. Sie sind sperrig, schwer und werden häufig sehr lange aufgebaut. Der Bediener muss sich irgendwo in der Nähe befinden und laut Statistik verletzt sich dann eine von 6 Personen. Aus diesem Grund haben niederländische Spezialisten ein neues innovatives ProSpike-System zum Anhalten von Fahrzeugen entwickelt. Das System wird mit einer Fernbedienung aus einer Entfernung von bis zu 100 Metern aktiviert, was die Sicherheit des Bedieners erheblich erhöht. Das System rollt sich sehr schnell aus und kann daher unmittelbar vor einem Fahrzeug aktiviert werden. Genauso schnell wird es dann wieder entfernt, um das nächste Auto nicht zu beschädigen. ProSpike ist mit 96 Stacheln aus Zink oder 249 Stacheln aus Edelstahl ausgestattet. Das Fahrzeug wird innerhalb von 200 Metern garantiert zum Stehen gebracht. Mission Master. Die folgende Erfindung ist eine universelle Plattform mit Rädern, die viele verschiedene Aufgaben bewältigen kann. Mit dem Mission Master hat das deutsche Unternehmen Rheinmetall ein einmaliges Konzept für unbemannte Mehrzweckfahrzeuge entwickelt. Dieses Fahrzeug eignet sich nicht nur für Aufklärungs- und Überwachungseinsätze, sondern kann auch zur taktischen Überwachung dienen. Bei Bedarf kann er auch Patienten transportieren und hilft bei der Brandbekämpfung. Aufgesetzt auf einer robusten Basisplattform ermöglicht der Mission Master die einfache Installation einer Vielzahl von modularen Subsystemen.
Der Mission Master Cargo verringert die Belastung moderner Infanteristen. Dieses robust konstruierte UGV kann mehr als eine halbe Tonne Vorräte, Ausrüstung und Materialien aufnehmen, sodass die Truppen beweglich sind und das Operationstempo halten können. Der Mission Master Rescue kann Opfer über große Entfernungen autonom evakuieren. Das Modul verfügt über zwei Korbtragen mit Schiebvorrichtung und kann speziell leistungsfähige Geräte aufnehmen, die für medizinische Einsätze im Feld benötigt werden. Der Mission Master Protection minimiert das Risiko für befreundete Kräfte und erhöht die Kampfkraft abgesetzter Truppen erheblich, indem er ihnen unmittelbare Feuerunterstützung bietet. Das ferngesteuerte System arbeitete in einem vollständig digitalisierten Szenario und feuerte eine Salve von 14 Raketen ab. ArrestNet. Herkömmliche Spikes sind bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, ein schnellfahrendes Fahrzeug zu stoppen. Das System ArrestNet wurde vom Pesky EMC entwickelt. Während übliche Methoden für einen erzwungenen Stopp bis zu 30 Kilogramm schwer sein können, wiegt ArrestNet nur 16 Kilogramm. Trotzdem hält das System aufgrund seiner einzigartigen Konstruktion sogar einen LKW an. ArrestNet ist ein flexibles Netz, das mit vielen Spikes ausgestattet ist. Anstatt nur die Reifen zu durchbohren, wickelt es sich um das Rad und verhindert damit die Weiterfahrt. Das Netz besteht aus extrem haltbarem Dyneema-Kunststoff. Jeder dieser Fäden kann einer Last von bis zu 550 Kilogramm standhalten. Außerdem hält das System ein Fahrzeug an, ohne das Leben von Fahrer und Insassen zu gefährden. Die Montage dauert einige Minuten. Dazu werden eine, maximal zwei Personen benötigt. Das System wird in 3 bis 5 Sekunden ausgerollt. Den Entwicklern zufolge kann das System ein Fahrzeug mit einem Gewicht von bis zu 10 Tonnen anhalten. Das Fahrzeug bleibt in weniger als 100 Metern stehen. Onyx Exoskeleton. Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass das Unternehmen Lockheed Martin der US-Armee mehrere Exoskelette zum Testen zur Verfügung gestellt hatte. An diesen Exoskeletten wird seit vielen Jahren gearbeitet. Sie sind mit kompakten Antrieben ausgestattet, die das Gerät in Bewegung setzen. Das Onyx-System ist für den Unterkörper gedacht und soll sich selbstständig an die Bewegung der Soldaten anpassen. Das Gerät erkennt, auf welchem Boden sich der Kämpfer befindet und welches Gewicht er mit sich trägt. Wenn der Soldat keine Ausrüstung bei sich hat, schaltet sich das System automatisch aus. Es wird aber wieder aktiv, wenn sein Träger körperlich belastet wird. Dazu gehören etwa Bergauf- oder Bergabbewegungen oder das Tragen einer Last. Das Gerät wiegt 6,5 Kilogramm und kann je nach Akku 8 oder 16 Stunden lang in Betrieb genommen werden. SWATBOT. Abschließend zeigen wir euch eine Erfindung, die die Sicherheit der Soldaten als auch der Spezialdienste erheblich erhöhen kann. SWATBOT ist laut seinen Entwicklern der erste Roboter der Welt, der speziell für Sturmtrupps mit Spezialwaffen entwickelt wurde. Erstens dient er als ballistisches Schild, hinter dem sich mehrere Personen gleichzeitig verstecken können. Achtet dabei auch auf die Hände, sie bleiben frei. Außerdem hat SWATBOT eine scharfe Nase aus gehärtetem Stahl, die beim Aufbrechen einer Tür hilft. Eine integrierte Winde hält Lasten von bis zu 2260 Kilogramm stand und ermöglicht es, ein Fahrzeug, Müll oder jedes andere Objekt aus dem Weg zu räumen. Der Roboter wurde gemeinsam mit der Polizei entwickelt, um alle Bedürfnisse und Anforderungen optimal zu erfüllen. Seine massiven Raupen ermöglichen eine leichte Bewegung in unebenem Gelände. Die Inbetriebnahme dauert nur 5 Sekunden, was ebenfalls von Vorteil ist. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.